Recht herzlich willkommen zur 93. Folge von Simotrans. Ja, wir sind im Spiel wieder drin. Der Pumuckl hat im Forum geschrieben, dass es eine neue Version des Grafikpacks gibt. Die 10.3 habe ich installiert. Ich glaube, die 10.4 war es, die ich ausprobiert hatte, wenn es die gab. War. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die funktionierte irgendwie nicht so richtig. Und da habe ich die 10.3 genommen und dann ging alles und das läuft. So, jetzt sind so ein paar grafische Updates, ein paar Züge mehr und sowas da, alles super. Ja, wir sind jetzt aber erstmal wieder am Gucken. Letztes Mal hatten wir Optimierungsversuche schon gemacht, wieder für den Schrott, glaube ich, oder was es auch immer war. Da waren wir auf jeden Fall zuletzt am Gucken. Jetzt müssen wir mal gerade schauen, dass die Abdeckung wieder reinkommt mit V. Und dann gucken wir gerade die Städte einmal nach, ob die noch versorgt gut sind. Sieht hier gut aus. Hier auf der Karte fehlen jetzt auch die Stadtnamen dadurch natürlich. Auswahl, Städte, so sieht man wenigstens die Städte auch ein bisschen. Oh, jetzt habe ich die Karte zugemacht, das sollte nicht so sein. So, hier sind keine Auswüchse da. Waldeck. Waldeck hat da eine Straße neben, aber noch keine Häuser. Wie sieht es in Floto aus? Floto ist wohl abgedeckt. Hier unten ist es auch knapp vor kurz. Sonderhausen. Warte mal, wir müssen das Fenster ein bisschen größer. Ne, jetzt ist es passend, oder? Nein, noch nicht ganz. Jetzt ist es ganz drauf. Sonderhausen wächst auch noch nicht. Wie sieht es bei Lauter aus? Lauter hatten wir, glaube ich, am See letztens gemacht. Und hier oben noch. Aber ich glaube, die Straße ist... Ja, das Gebäude ist auf der Fläche. Passt. Sonderhausen waren wir. Dann haben wir hier noch Döbeln. Ist auch noch nicht außer Rand und Band. Und Dingens Radolfzell ist auch noch am Wachsen. Radolfzell mit seinen Ortsteilen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Na, hier geht es ja noch mit so direkt verbunden, aber das muss ein Ortsteil schon sein. Gut, und dann haben wir noch Adenau. Da ist aber noch alles auch im Rahmen. Ja, da haben wir nichts mehr zu tun sozusagen, ne? Jetzt ist die Frage, wo machen wir da weiter? Ja, würde wieder bedeuten, wir gucken in die Liste rein. Wer macht am meisten Verluste, wer macht am meisten Gewinne, ne? Und dann finden wir es raus. Hier haben wir ein schickes Schiff, das fährt ja jetzt nicht mehr so oft, also fährt jetzt nicht mehr so viele Passagiere hin und her, wie man sieht. Sind mal gerade 32 drin. Was gibt denn dieser Bahnhof her? Oh, nur noch 28, okay. Da kommt jetzt der Bus gerade an, lassen wir nochmal reingucken, wie viel bringt der? 4 Leute, wow. Das war jetzt auch nicht der Bringer. Okay, er fährt hier noch irgendwie mit 50.000 Miesen rum, weil das jetzt nicht mehr lohnt, oder was? Warum werden die Personen nicht befördert? Gute Frage, die nächste, oder haben wir Anfang? 30. Mai, ne? Sollte eigentlich besser klappen, ne? Hier sind noch 155 drin, hat aber auch recht viele Miese. Unser Schiffverkehr ist jetzt nicht mehr so der Bringer. Er war Niederbringer, glaube ich, ne? Es liegt daran, dass diese Schiffe einfach hin die Rückfahrt ausgelastet sein müssen, ne? Das ist die Straßenbahn. Die hat jetzt ein optisches Update gekriegt. Ich habe keine neue gekauft. Die sieht halt in dem Pack besser aus. Wir hatten vorher so eine schicke rote. Die sieht jetzt so aus. Auch interessant. Ist viel schöner, muss ich sagen. Detailreicher war sie, glaube ich, würde ich sagen, auch. War sie oder ist sie? Ist sie. Ja, müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, die fährt natürlich auch die Miesen ein. Hier haben wir noch einen Bus rumfahren. Stadtbus Adexen. Tja. Der war mal positiv, bis es die Straßenbahn gab, sozusagen. Das Gimmick haben wir jetzt und kostet uns Geld sozusagen, ne? Mal weiter gucken. Ja, dann haben wir noch mehr Stadtbusse. Jetzt gehen wir nochmal
Busse, nicht Büsse, Busse heißt das. Hier haben wir noch einen, der sitzt. Getreidedüngen, haben wir den angepackt oder was? So, der steht ja jetzt im Dingens, ne? Da kann er erstmal weg. Und Getreide, Süddeutscher Getreidemühle, oder wie hieß das? Getreide, Süddeutsche Getreidemühle. Muss dieses gewesen sein, was anders passt nicht. Hat aber genug Fahrzeuge noch da drauf, ne? Da jetzt einer mehr war oder weniger war, spielt dann keine Rolle. Passt also, können wir so lassen. Und hier ist dann irgendwo auch die Schmerzgrenze von den Gewinnen und Verlusten, ne? Hier unten machen sie alle Plus. Und hier sind noch so Halbdinger. Der steht irgendwo und wartet auf Beladung. Hat 68% von 100. Und da müsste ein Schiff kommen. Und ein Schiff wird kommen, ne? Das ist hier unten, oder wie sehe ich das? Das bringt aber Weizen. Und das ist jetzt hier Öl, ne? Oder? Nee. Gerste, Brauerei, passt. Das sind so Tanks dafür. Alles klar. Das bedeutet, wenn wir gerade ein bisschen schneller machen, dass der da ankommt, dann fährt der Zug klarer. Jetzt sollte er fahren, oder? Ne, 68%. Was hat der jetzt gemacht hier? Der fährt die immer hin und her, oder was? Lädt aber nicht aus. Wo bringen die hier was hin? Hier liegt total viel, ne? Aber das ist das, was er mitnimmt, wa? Tonnen. Brauerei, Kloster, Mühle. Das ist alles nicht hier, würde ich sagen. Überdöbeln, überdöbeln, überdöbeln. Okay. Das muss alles weggebracht werden. Jetzt müssten wir nur gucken, wo fährt er überhaupt hin hier nochmal. Der fährt nach Döbeln. Ja, Döbeln ist hier unten. Dann gucken wir mal, wie viele Millionen Tonnen hier in Döbeln liegen. Wo ist Döbeln? Hier ist Döbeln. Und Passagiere sind es nicht, sondern wir brauchen das untere. Ja. Döbeln Südostwald, und ist das da oben Döbeln Südostwald gewesen? Warte. Döbeln. Mach das so. Nordwald. Südostwald ist hier unten, ne, oder? Ne, das ist Elbtunnel. Jetzt nicht, das muss nur weg. Wo ist denn Döbeln Südostwald, bitte schön dann? Nochmal gucken. Ah, landwirtschaftliche Güter. Zur Brauerei hin. Okay, aber das ist ja auch hier noch was. Ja, das hat also nichts damit zu tun. Das ist alles was anderes. Fährt das Schiff jetzt dann? Was ist das? Fährt jetzt, ach so, okay, das ist dieser. Der Döbeln Südostwald.
Jetzt müssen wir mal gucken. Ach, das ist hier sowieso verkehrt. Das Fenster zu. Das auch. Das andere Fenster muss noch offen sein. Haltestellen. Döbeln. Nordostwald. Südostwald. Warte mal, die bringen das hier hin? Ach, ich verstehe. Der LKW fährt dann von dort nach hier. Ah, wenn ich den jetzt anklicke, ist der voll, ne? Definitiv. Und dann fahren die hier rum und dann fährt er nach da. Das wird also von da nach da gebracht und dann nach da. Und wie viele Millionen liegen hier? Das war nicht die Haltestelle. Ach so, die ist offen, alles klar, ne? Wollen wir nicht nochmal anklicken? Hier oben. 2470 landwirtschaftliche Güter warten hier auf Weitertransport. So, der fährt ja jetzt weg. Der war ja voll. Aber nein, er ist auch da noch voll. Habe ich jetzt einen falschen erwischt. Ist klar, ne? Aber das ist egal. Der fährt ja jetzt wieder zurück nach Döbeln. Und da ist er auch voll. Also die sind gut beschäftigt, würde ich sagen. Ne, stopp. Hier muss ich nicht gucken. Hier muss ich gucken, wo sie hinwollen. Die wollen alle nach Döbeln. Über Döbeln Mühle Betriebshof, über Döbeln Mühle Betriebshof, über Döbeln Waldweg Hafen. Das sind 307 Tonnen. Über Döbeln Mühle Betriebshof. Das müsste ja hier sein, ne? Ja. Also das meiste muss hier hin. Und da tuckern hier so Trecker lang, ne? Der fährt zum Südostwaldmühle. Das heißt, da müssen wir definitiv was dran machen. So, dann gehen wir mal da oben hin, wo unser Depot ist. Und holen da noch ein paar Fahrzeuge für raus. LKW, was ist das denn hier? Traditioneller Friedtrieb, alles klar, jetzt fängt's an. Das ist Grafikpack, alles gut, oder? Was ziehen die denn für einen Wagen bei so einem traditionellen Viehtrieb, Leute? 20 Stück Viehzuladung. Ist der Hammer. Ey, krass gemacht, muss ich sagen. Da treiben die sich die Viecher alleine zur Schlachterei. Respekt. So, wir brauchen jetzt aber was für Getreide. Gerste können wir nehmen. Das wirft einen aus der Bahn, sowas. Jetzt haben wir noch einen Anhänger irgendwo stehen. Ja, da. Das ist der richtige LKW, ich glaube ja, ne? Und der gehört dazu. Gut. Und das war jetzt was für eine Strecke? Südostwaldmühle. Das ist also der da. Und dann kopieren wir den noch dreimal oder viermal, egal wie vielmal. Und ich glaube, ja, die fahren jetzt alle los, das ist schon mal gut so. Dann müssen wir aber auch noch beachten, wie schnell können die denn fahren, der LKW hier. Die fahren hier 80 und der Trecker fährt 20. Der hat 12 Tonnen. Der hat 12 Tonnen und die, jetzt habe ich den daneben, aber der ist schon noch passend aus. Der hat 26 Tonnen, also mehr wie das Doppelte. Das bedeutet,
Statistik, nee, Statistik war falsch, Details war richtig. Ausmustern. Ja, lass das Fenster da offen, mach die Statistik aber aus. Und das ist der zweite davon. Statistik war falsch, Details ist richtig, auch ausmustern. Gut, das Fenster dazu, das dahin und wenn sie... Ah, der eine ist jetzt gleich schon erledigt, super. Und dann haben wir 2, 4... Verachtfacht auf jeden Fall. Nee, vervierfacht. Ne? Weil es waren ja 2. Oder doch verachtfacht. Nee, das ist ja schon vervierfacht an Fahrzeugen und verachtfacht an Transportmöglichkeiten sogar plus 8 Tonnen. Passt. Sollte dann da unten besser laufen, ne? Gut, dann machen wir das mal zu. Würde mich noch interessieren, ob der Trecker noch eher da ist, also der LKW noch eher da ist wie der Trecker hier. Ah ne, das ist schon kurz davor. Lass mal gerade schneller laufen. Oh, war aber nicht ganz viel, ne? Also, sie sind schon da. Den nehmen wir mal an Haken hier. Einen zur Beobachtung gerade. Also die waren vollgeladen, alle wieder weg. Und die fahren dahin. Gut, lass mal schneller laufen. Da kommen die, fahren durch und macht auch kein Problem. Und haben auch zurückgeladen. Sollte laufen, ne? Gut, das hätte ich schneller sein müssen. Wir sind schon wieder unterwegs hierhin mit der Ladung. Und fahren auch noch voll zurück, das ist auch kein Ding. So, jetzt ist nur die Frage, wie viel bleiben auf der Strecke, bis das voll ist, ne? Wahrscheinlich auch reichlich. Ja, ich denke mal, diese Station wird uns noch weiter beschäftigen in der nächsten Folge. Da sind wir jetzt erstmal fertig und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.